Ah, nice. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute gibt's keinen Baldur's Gate, denn ich habe mit Yannick gar nicht geredet darüber, aber der ist eh krank. Und ich dachte mir, ich wollte ja vor einer Weile mal RuneScape ausprobieren, weil ich das auf Steam gesehen habe. Und ich dachte mir, jo, schaue ich mir das mal an. Ist ja auch ein MMO. Da ich in puncto MMOs immer ganz, da ich immer ganz heiß drauf, wenn ich irgendwas Neueres sehe. RuneScape gibt es zwar anscheinend schon irgendwie seit mindestens 20 Jahren, kam aber auf Steam. Ich hatte es nie wirklich auf dem Schirm und es soll ganz gut sein laut den Rezensionen. Und ich dachte mir einfach, gucke ich einfach mal rein. Was ich auch noch auf dem Schirm habe, was auch hoffentlich bald rauskommt, wofür ich mich für die Beta angemeldet habe, ist Bless Unleashed. Anscheinend kriegt Bless nochmal eine zweite Chance. Und ich habe mal versucht, ich weiß gar nicht, wie lang ist Bless her? Wann wollte ich Bless spielen zuletzt? Da war das groß am rauskommen. Ja, dann, da war das Game richtig gehypt. Ach, ich weiß nicht, wann war das? War das 2013? Keine Ahnung. Das war, glaube ich, auch noch vor Elder Scrolls Online. Weil da war ich auf der Suche nach einem richtig guten MMO, was ich eigentlich so spielen wollte. Also was wirklich gut ist. Weil ihr wisst ja, ich bin auf der Suche nach diesem einen MMO, auf das mich die Animes gebracht haben, in dem ich ziemlich alles machen, was in dem ich viel machen kann und was mir eine große Langzeitmotivation gibt und vor allem in dem ich mich frei entwickeln kann. Das ist die Sache, wenn ich ein MMO mit einer freien Charakterentwicklung ist das, was ich anstrebe. Was ich unbedingt spielen möchte. ESO hat mich da enttäuscht. Tatsächlich, da haben wir bei Elder Scrolls Online nice. Wird bestimmt wie alle anderen Elder Scrolls Teile. Ich krieg hier so meine Sachen, Erfahrungen, dies, das. Aber in einem MMO ist es schwierig umzusetzen. Tatsächlich. Shadow of the Avatar hat es interessant, hat es besser gemacht. Da gibt es verschiedene, da gab es keine Klassen wie in ESO, sondern es gibt halt nur Skills. Also es gibt halt gewisse Skillbäume. Und man ist halt in jedem Skillbaum halt am Anfang gleich. Und man kann es halt, indem man hat einen Zauber, der ist auf Stufe, und man ist halt quasi auf Stufe 1 in dem Skilltree. Und indem man halt den ersten Zauber eben dementsprechend levelt, kann man eben höher kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie war das? Ich glaube, man konnte skillmäßig nie höher kommen, nie besser sein als quasi der Skill in der Stufe drüber. Also wenn du zum Beispiel jetzt alles gelevelt hast, hast den Endzauber, den krassen, und du hast zum Beispiel alles, ich glaube, die Voraussetzungen für die nächsten Zauber waren meistens immer, dass du einen auf 40 hattest. Du konntest im letzten Zauber nicht auf 40 kommen, weil du in dem anderen vorher nur auf 40 bist. Und den konntest du nicht höher, weil du halt die anderen Zauber nicht gelevelt hast und sowas. Das fand ich halt cool. Das war gut. Also das muss ich sagen, das war ein cooles System. Aber Shroud of the Avatar spiele ich nicht so. Ja, habe keine Zeit dafür. Oder Guild Wars zum Beispiel. Guild Wars ist auch cool. Ist aber auch wieder so klassenbegrenzt. Denn ich will ein MMO haben, das diese Klassenbegrenzung einfach nicht mehr hat. Black Desert habe ich auch kurz angespielt, 5 Minuten, dann habe ich es aufgehört, weil ich mag keine Gender Locks, ich mag keine Race Locks und ich mag auch keine wirklichen Class Locks. Und da war halt alles in einem. Es gab halt Klassen, die waren halt, konnten halt nur es gab eigentlich nur es gab bestimmte Klassen. Und je nachdem, ob du die Klasse gespielt hast, zum Beispiel gab es den Berserker, der war halt ein Riese. Ein männlicher Riese. Ich habe so eine komische, ich weiß nicht, ich glaube so eine Schwanzritterin oder so, oder wie man die nennt, habe ich da gespielt, die so coole Effekte konnte. Und die war halt keine Ahnung, oder so, oder Death Knight oder was das war. Und die hat halt, war halt eine Frau und war halt die Klasse und ein Mensch. Und sowas gefällt mir halt gar nicht, aber das sind halt die typischen Asia-MMOs. Mir hätte es auch missfallen, dass die in High Heels halt durch die Gegend gesprungen ist. Aber gut, das sind halt meine Ansprüche in dem Punkt. Also ich gucke jetzt einfach mal hier. Ich habe mir schon einen Charakter, gerade eben noch einen Charakter erstellt. Hier, Schnitzelbart.
im Tutorial, aber am Anfang vom Tutorial. Ich finde es gut, dass es das. Wisst ihr, ich habe das vorher eingestellt, wie das sein sollte. Und was passiert natürlich? Gratis. Oh, Mitglieder. Oh, okay. Freunde. Freunde des Chat. Fernchat, Option, Spielinfo. Spiel mal einfach mal. Spiel mal einfach mal. Ah ja, das ist mein Charakter. Das ist der gute Schnitzelbart. So habe ich ihn mir erstellt. Benutze das Mausrad und die Tasten WSD, um die Pfeiltasten und die Kamera zu drehen. Oh. Ich will hier wieder auf Q und auf E drücken, um die Kamera so zu rotieren. Aber wir sind hier nicht bei Gothic. Benutze Mausrad oder Kamera heranzuzoomen. Kann ich mit dem Zeug interagieren? Untersuche Tisch abbrechen. Ah. Ah, okay, das Game ist mehr so in die Richtung. Geschlossene Truhe. Sie ist verschlossen. Finde ich gut. Finde ich gut, dass er das so feststellt. Oh, shit. Oder? Muss ich mal gucken. Läuft mein Stream noch? Ja. Irgendwie buggt die Twitch-App jetzt. Jetzt zuschauen. Muss ich den Stream jetzt nochmal beenden oder was? Will ich verarschen? Jetzt zuschauen. Hä? The fuck? Okay, ich habe halt auch einfach mal kurz den Stream beendet und dann wieder gestartet. Finde ich gut. Finde ich gut. Wenn man das auf Bild legt. Oh, man kann ja mit Bild die Kamera bewegen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auf dem normalen Kanal Twitch anschauen. Bin ich live? Anschauen. Oh, jetzt höre ich mich. Ja, also ich. Hier bin ich live. Laut der Twitch-App bin ich nicht live. Hä? Jetzt, ich kann zwar meinen Stream gucken. Aber. Er spielt den Stream nicht ab. Verstehe ich halt nicht. Twitch-App, bestes Programm, das es gibt. Kann ich nur empfehlen. Ich mach's mal zu. Fenster schließen. Ne, Exit Twitch. Ich hoffe nicht, dass ich mich wieder einloggen muss. Nein, muss ich nicht. Okay. Kanal. Jetzt endlich! What's the problem? Uff. Das war dasselbe Problem, was ich mit Crusader Kings hatte. Oh, ich leg Stream starten auf Minus. Ich leg Stream beenden auf Plus. Oh, ich will das Spiel schneller machen. Drück auf Plus. Oh, ich will das Spiel langsamer machen. Drück auf Minus. Oh, ich beende den Stream und starte ihn wieder. Da muss ich sagen, das sind die Moves von mir, die einfach schlau sind. Aber okay, machen wir weiter. Machen wir weiter.
Willkommen! Ich sehe, dass Sie neu hier sind. Meine Aufgabe ist es, alle neuen Besucher zu dieser Insel zu begrüßen. Herzlich willkommen. Sie haben bereits das Wichtigste gelernt, mit anderen Leuten zu sprechen. Es ist einfach, durch die Gegend zu laufen. Einmal klicken genügt. Linksklick ein Zielort, um dorthin zu laufen. Linksklicke etwas an der Standard... Kann ich denn eigentlich die Musik leiser machen? Einstellungen. Audio. Ah, Musik. Also die Musik finde ich cool. Die gefällt mir. Umgebungseffekte, Vertonung. Ich glaube, dann ist die Musik nicht mehr so laut. Oh, jetzt habe ich ihn unterbrochen. Herzlich willkommen. Rechtsklick, um etwa alle möglichen Interaktionen einzusehen. Habe ich ja. Haben wir auch schon gelernt. Um weiterzumachen, müssen Sie die Tür dort aufmachen. Okay, dann mache ich die Tür auf. Gehen Sie nun und sprechen Sie mit Ihrem ersten Ausbilder, dem Überlebenstrainer. Okay. Ich weiß nicht, aber RuneScape sieht mir schon nach so einem MMO aus. Ich finde es halt cool. Ich finde den Anreiz an sich cool, aber ich mag die Steuerung nicht so. Schon mal so ein Minus. Minuspunkt. Hallo Neuankömmling, mein Name ist Brina. Ich werde Ihnen alles über die Fertigkeiten erzählen, die Sie zum Überleben brauchen. Sie haben viele Fähigkeiten. Oh, das ist ein Pluspunkt. Das gibt ein Mashallah von mir. Mashallah! Sie haben viele Fertigkeiten, die Sie trainieren können. Je mehr Sie üben, desto besser werden Sie. Ich werde Ihnen etwas über die Fertigkeiten Holzfällerei fischen, Funkenschlagen und Kochen erzählen. Es gibt echt die Fähigkeit Funkenschlagen. What the fuck? Lassen Sie uns mit Holzfällerei beginnen. Fällen Sie einen Baum, bis Sie ein paar Scheiße in Ihrem Inventar haben. Okay. Ich sehe ein paar Scheiße! Kann er das einfach so? Geht er hin, macht er das Minecraft-like und schlägt mit seinen Fäusten dagegen? Oder zieht er hat die Axt schon. Alter. Bitte warten. Versucht jetzt den Baum mit einer Axt in deinem Werkzeuggürtel zu fällen. Oh. Jetzt ein paar Scheite. Nice. Nun, sehr gut. Nun können wir diese Scheite auf andere Art und Weise nutzen. Zünden Sie die Scheiße in Ihrem Inventar an, um ein Feuer zu machen. Bearbeiten, Scheiße, anzünden. Soll es denn ein paar Sekunden dauern? Ah, es hat ein Feuer gemacht. Das finde ich gut. Es hat ein Feuer gemacht und EP in der Fähigkeit Funkenschlagen bekommen. Ich finde es auch gut, dass er nicht einfach in das Feuer reinrennt und am Feuerschaden stirbt. Könnte wahrscheinlich gehen. Das muss ich wieder ein bisschen zurück tun. Nicht, dass hier das wieder in den roten Bereich kommt. Mag ich nicht. Gut gemacht. Sie können auf einem Feuer Essen kochen. Sollten Sie irgendwann mal verletzt sein, können Sie mit Essen ein paar Lebenspunkte wiederherstellen. Das ist gut. Das finde ich auch cool in, New World. Mit dem System, dass man halt alles machen kann. Man kann sich wirklich in allem skillen, in allen Waffenkategorien, man kann Magien benutzen, ohne irgendwie an eine Klasse zu binden. Das ist halt cool. Das macht das Game halt wesentlich individueller, weil dann startest halt in der Klasse, dann bist du bist halt genauso wie jeder andere, der die Klasse genommen hat. In ESO ist es wenigstens so, dann unterscheidet sich noch, je nachdem, welche Waffe man benutzt. Man kann mit natürlich, als jeder Dude, kann man einen Stab nehmen, du kannst ein Schwert nehmen, du kannst einen Bogen nehmen, kannst ein Tank sein und einen Bogen benutzen. Funktioniert. Das finde ich halt wenigstens gut gemacht. Aber ich will halt Fähigkeiten haben, die dementsprechend... Oder ich will meinen Charakter halt... Das Coole ist halt, ich will halt meinen...
das Gute an dem, was ich halt möchte, ich möchte halt meinen Charakter so skillen, wie ich das möchte. Ich möchte ja keinen vorgefertigten Pfad haben. Ich möchte nicht sagen so, yo, entweder ich habe drei Pfade, ich will Tank, Healer oder DD sein. Und halt meine vorgefertigten Fähigkeiten haben. Sondern, wenn ich einen Skilltree habe, zum Beispiel, okay, da gibt es mehrere Skills, die ich eben haben kann. Und die benutze ich dann dementsprechend. Wäre auch cool, wenn es halt am Ende so ist, wenn es so D&D-like ist, dass du halt die Möglichkeit hast, zum Beispiel jetzt einfach so Zauber zum Beispiel. Du hast so Elemente zum Beispiel und du kombinierst das einfach zusammen und kriegst dann Zauber raus. Das fände ich cool. Wenn es ein MMO gibt, in dem ich einen eigenen Zauber kreieren kann zum Beispiel. Ich Zauber habe, die nicht jeder hat zum Beispiel. Einfach weil ich kreativ war. Das wäre nice. Das würde ich spielen, hundertprozentig. Aber das wäre halt, das ist halt so richtig, richtig utopisch eigentlich. So, weil man muss halt sowas mal auf die Beine stellen und das kostet wahrscheinlich dementsprechend auch. Wird es wahrscheinlich irgendwann mal geben, aber es dauert bestimmt. Okay. Wir brauchen etwas, was wir kochen können. In dem Teich da drüben finden Sie Garnelen. Fangen Sie und kochen Sie. Wenn Sie Wasserbläschen sehen, dann können Sie davon ausgehen, dass dort ein paar Fische schwimmen. Garnelen sind auch richtig gute Fische. Die sind eigentlich Schalentiere, habe ich gehört. Fischennetz. Paroi Garnelen. Das Mitgliedfälligkeit. Kerkerkunde. Achso, das Feuer ist es weg. Benutzen. Benutzen. Benutze rohe Garnelen. Rohe Garnelen. Und dann. Das Feuer ist ja weg. EP, finde ich gut. Anzünden. Erinnert mich ein bisschen an Ultima Online eigentlich, das Ganze. Oh, haben Sie die Garnelen verbrannt? Keine Sorge, das passiert jedem einmal. Je erfahrener Sie in Kochen sind, desto seltener werden sie Essen verbrennen. Wie ich sehen kann, haben sie einige rohe Garnelen gefischt. Machen sie jetzt ein Feuer und kochen sie die Garnelen. Und dann sind sie fertig. Ah. Und ich habe sie verbrannt. Nice. Oh, sehr gut gemacht. Sollten sie sich mal nicht so gut fühlen, können Sie die Garnelen essen. Ich habe Ihnen alles über Holzfällerei, Funkenschlag und Fischen beigebracht. Öffnen Sie das Tor. Folgen Sie dem Pfad in das nächste Gebiet und sprechen Sie mit dem Chefkoch. Der wird mir bestimmt alles über das Kochen beibringen. Am Ende kommt er so, yo, hier kriegst du ein Schwert, kämpf mal. Will vielleicht Kochen erzählen, ja. Kann ich mir vorstellen. Er ist wahrscheinlich nicht umsonst das Chefkoch. Minikarte, zeigt dir die Gegend an. Thank you.
Ich will dich eigentlich immer mit WASD hier lenken. Ich meine hier vorwärts laufen. Willkommen, Neuankömmling. Ich bin Chefkoch Lev. Ich werde Ihnen heute beibringen, wie man Essen kocht, das eines Königs würdig ist. Ich weiß schon, wie man kocht. Rina hat es mir gerade gezeigt. Ha, das nennen Sie kochen? Wenn Sie ein Feuer benutzen, um zu kochen, wird Ihr Essen häufiger verbrennen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie immer einen Herd benutzen. Ich lehre Ihnen nun die feine Art, Brot zu backen. Der Chefkoch gibt dir, einen leeren Eimer und einen Topf Mehl. Füllen Sie den Eimer mit Wasser aus dem Waschbecken. Wir haben ein Waschbecken. What the fuck? Und benutzen Sie es mit dem trockenen Mehl, um Teig herzustellen. Benutzen Sie es anschließend meinen Herd, um das Brot zu backen. Zu backen. Backer. Viele. Oide. Sehe ich eigentlich, wie viele Erfahrungspunkte ich brauche zum Level Up? Und ist wahrscheinlich gerade nicht wirklich existent. Ah, es gibt nichts Besseres als den Geruch von frisch gebackenem Brot. Sie sollten auf ihren Reisen immer Essen dabei haben, damit sie sich heilen können, wenn sie im Kampf einmal verletzt werden. Wenn ihre Stufe im Kochen hoch genug ist, können sie mit den richtigen Zutaten auch andere Dinge zubereiten, wie beispielsweise Torten, Kuchen oder Eintöpfe. Da verschlucke ich mich gleich. Sie können auch Butter oder Sahne oder sogar alkoholische Getränke herstellen. Ich finde es gut, dass sie sehr schöne extra Seite für Kochen hat. Und jetzt öffnen sie den Tür zum nächsten Bereich. Sag mir gar nicht, wo ich hingehen soll. Das Tutorial wäre schon zu Ende. Ah, oh ja, okay, jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Richtig schlauer Mann. Uff. Wieder fast 26 Grad hier drin. Ich habe meine Heizung nicht mal an. Abenteuercoach. Der lädt mich bestimmt hier zu kämpfen. Da muss ich wahrscheinlich hier hinten auf die Rüstungsständer reinhauen. Draufhauen. Ah, willkommen, Neuankömmling. Ich bin hier, um Ihnen alles über das Abenteuer zu erzählen. Okay, wo das herkam, weiß ich auch nicht. Fangen wir damit an, die Abenteuerübersicht zu öffnen. Der Dämonentöter. Wenn du ein Abenteuer noch nicht gestartet hast, wird der Name des Abenteuers rot sein. Wenn du es begonnen hast, wird der Name gelb, um dir zu zeigen, dass du momentan daran arbeitest. Und der Name wird grün, wenn du das Abenteuer abgeschlossen hast. Okay. Das Druidenritual. Ich nehme den Dämonentöter. Hört sich cool an. Tribut spielt im fünften Zeitalter. Also dieses Abenteuer spielt im fünften Zeitalter. In der Kirche Saradomins im Nordosten von Varok mit Gideon Bede. Mit Gideon. Wurde 2014 als Ersatz für das Abenteuer der Dämonentöter von 2001 eingeführt. Okay. Um ein Abenteuer zu finden, das du starten kannst, solltest du nach dem Abenteuersymbol auf der Minikarte Ausschau halten. Abenteuer, in dem du mit jemandem sprichst. Okay. Muss ich aber die Musik nochmal leiser machen. Ich habe das Gefühl, dass die Musik genauso laut ist wie vorher. Ah. Okay. Abenteuer könnten unterschiedlicher kaum sein. Vom Sammeln von Perlen hin bis zum Besiegen von Drachen. Sie müssen Abenteuer machen, um den Reiz daran zu verstehen. Sie können in der Höhle unter meinem Haus auf ein Abenteuer gehen. Oh, Ratten. Stufe 3. Welche Stufe bin ich? Wo kann ich das sehen? Fertigkeiten.
Die Kampfstufe mit Hilfe von Kampffertigkeiten erreichten Stufen berechnet. Okay. Wer weiß ich das? Habe ich da eigentlich. Ne, Fischen. Ah, nächste Stufe, das steht sogar mit dran. Finde ich ja gut gemacht. Fleischfelden, Lebenspunkte. Boah, da kriege ich. Das Game ist deeper, als ich eigentlich dachte. Gibt es ja eigentlich einen Charakterbildschirm irgendwo? Würde ich gerne aufmachen. Oh, Nahkampf. Da habe ich hier irgendwelche Sachen geöffnet, die ich nicht öffnen wollte. Inventarfertigkeiten. Fertigkeiten. Aktivitäten-Tracker. Ich will meinen Charakterbildschirm sehen. Wo geht das? Einführung. Nee, ich will es nicht überspringen. Spielablauf. Okay. Ich glaube, das kann ich noch nicht angucken. Jetzt habe ich gegen meinen Bildschirm gespuckt. Das finde ich auch gut. Warte mal. Was ist das da hinten? Das ist nur ein Stein. Ein Stein. Ach, da ist er, oder? Nee, Ausbilder für Bergbau. Oh. Sieht ihr hier schon. Ich glaube, ich werde hier bleiben. Für immer. Wieso? Brot. Aber ich krieg hier nur Erfahrungspunkte. Aber ich sollte lieber mit dem Dude reden. Der ist schlauer als ich wahrscheinlich. Guten Tag, ich heiße Detzig. Wow, das ist der Erste, der sich mit Namen vorstellt. Und ich bin ein Bergarbeiter. Um mich herum sind Steine, die Kupfer und Zinnerz beinhalten. Bauen Sie 2 Zinn und 2 Kupfererz ab. Wir haben es dann, wir werden es dann verhütten und daraus eine Nahkampfwaffe herstellen. Ah ja, sonst kann ich nicht gegen die Ratten kämpfen. Die zerfleischen mich dann wahrscheinlich einfach. Würde wahrscheinlich lustig aussehen. Ich finde es gut, wie er einfach weitermacht. Kritischer Schwung. Was war das gerade für eine komische Animation? Hä? Das Game erinnert mich aber an so ein anderes Game, was ich mal gespielt habe. Das war aber Ewigkeiten her. Aber ich weiß nicht, was war das da? Also stimmt, da konnte ich am Tag nur ein paar bestimmte Zeiten spielen. Oder nee, zu ein paar bestimmten Zeiten spielen. Weil ich... Was war das? Genau, da hatte man diese Aktivitäten-Dingens. Weiß nicht, shit, wie nennt man das nochmal? So eine Aktivitätenleiste und Energie, und die hat sich immer nur einmal am Tag wieder aufgefüllt. Und sowas finde ich halt wack. As fuck. Hey, wollte ich noch mehr? Ich hab doch schon. Ich hab 2 von 2. Und je. Kupfererz. Ah. Was ist denn hier Bergbau? Ah, weil ich die Quest für dich habe. Bin Stufe 2 in Bergbau. Ja. Du zeigst dem Ausbilder für Bergbau das Zinn- und Kupfererz. Gute Arbeit. Je besser die Spitzhacke, desto schneller bauen sie Erz ab. Je besser die Spitzhacke, desto höher ist auch die Stufe in Bergbau, die sie benötigen, um sie zu tragen. Ja, ist ja klar. Ich kann nicht als Lulli hier so eine Premium-Spitzhacke schwingen. Also warum soll ich Erz abbauen? Sie können mit der Fähigkeit schmieden Erze an einem Schmelzofen zu Bahn verhütten. An einem Amboss können sie aus den Bahnen dann Nahkampfwaffen und Rüstzeug herstellen. Wenn sie Zinn- und Kupfererz schmelzen, können sie Bronzeausrüstung herstellen. Deponieren sie einfach das Erz beim Schmelzofen
einer Schmiede oder einem Amboss und verhütten sie es dann im Schmelzofen, um die Metallbahn herzustellen. Finde ich gut. Licht-Weltselen. Dunkel-Weltselenium. Silbererz. Kupfererz. Wie mache ich das jetzt? Muss ich das da benutzen, oder? Für Bronzebahn machen. Projekt beginne. So? Ah ja, der macht es automatisch. Oh, der macht sogar alle. Finde ich nice. Fertig. Vollhelm. Rüstung 30. Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Halbhelm? Geben beide 30 Art Nahkampf. Bronze Kampfclown. Kampfclown. Wie mache ich nun einen Bronzebahn? Wie mache ich nun aus einem Bronzebahn eine Waffe? Sein Bart sieht auch irgendwie wack aus, so in diesen. In diesen Gesprächen. Wählen Sie einen Amboss. Wählen Sie in einem Amboss den Gegenstand aus, den Sie herstellen wollen. Sie benötigen außerdem die richtige Stufe in Schmieden und die korrekte Anzahl an Barren. Je höher Ihre Stufe in Schmieden, desto besseres Metall können Sie verarbeiten. Sie fangen mit Bronze an und arbeiten sich langsam hoch, wenn Ihre Stufe in Schmieden steigt. Fangen Sie an, indem Sie an einem Amboss einen Bronzedolch herstellen. Warum Bronzedolch? Ich will. Nehme mal gleich ein Großschwert. Das alle Materialien, die. Okay. Wählen Sie Bronzebahn, um einen Gegenstand anzuzeigen. Was? Um alle Gegenstände anzuzeigen, die aus diesem Metall. Die du aus diesem Metall schmieden kannst. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr reden. Bronzedolch. Genauigkeit 150%, oder? Projekt beginnen. Bei voller Hitze benutze den Amboss. Warum benutzt du den Amboss nicht? Benutzt doch den Amboss, Junge! Du beendest die Arbeit an folgendem Gegenstand, Bronzedolch. Du stellst aus dem Bronzebahn einen Bronzedolch her. Ich dachte, das wäre schon geklärt mit. Ich stelle einen Bronzedolch her. Oh. Braucht der hier zwei Bronzebahnen? Bronzeaxt. Die schlitzt bestimmt richtig. Wieso macht die nur 30? Stiel schlitzen. Stechen. Bronze Streitkolben. Rumsäbel. Langschwert. Kriegshammer, durchschnittlich. Durchschnittlich. Kampfclown, sehr schnell. Schnell. Aber wieso macht sie nur 30? Asta. Das Tai. Was? Bo Wanai Trio. Okay. Schildhandwaffen. Ja. Ah, cool. Beispiel Wurfmesser. Nägel. Komm, ich mach noch Handschuhe. Jetzt habe ich coole Handschuhe. Die schützen mich vor ein bisschen Schaden. Saubere Arbeit. Mit dieser Nahkampfwaffe sind Sie bereit, mehr über den Kampf zu lernen. Die Kampfclown herstellen. Schaden mal 5.
Projekt beginnen. Fertig. So, was nehme ich noch? Nehme ich ein Schild oder mache ich mir eine Waffe? Für Kampfclown. Schnell, seid schlechter. Hier ist Messern. Oh, ich nehme so Krummsäbel. Krummsäbel hört sich cooler an. Unfertiger Schmiedegegenstand. Ich finde es cool, dass es hier diese dass man hier die einzelnen Abläufe macht. Kann ich den eigentlich auch wieder einschmelzen? So, ich habe sogar Kupfererz schon mit drinnen. Finde ich cool. Okay. Also wenn ich jetzt auch irgendwas anderes machen möchte, muss ich jetzt eigentlich nur noch hier zwei Erz holen. Ja, da mache ich mir noch einen Helm. Hab ich noch mehr. Sehe ich nicht mehr so wack aus. Oh. Wenn man zu lange auf einen anderen Bildschirm guckt. Oh, Stufenaufstieg in Bergbau. Kritischer Schwung. Oder was ich auch gern hätte, wäre ein, wäre mal so ein DSA-MMO. Das wäre doch cool, oder? So, was nach den Regeln von das schwarze Auge geht. So ähnlich. Oder zumindest in der Welt spielt. Es gibt ja schon mit Neverwinter gibt es ja schon ein Dungeons and Dragons MMO. Plattenpanzer, Kettenherr. Ich glaube, das ist der Value, oder? 5. Komm, ich nehme den Vollhelm. Ich weiß ja nicht, wie lange ich das jetzt mache. Sag mal bis 12. Guck ich noch eine Folge Sword Art Online. Und bevor ihr fragt, oder bevor die Frage kommt, ich gucke die dritte Staffel Sword Art Online. Hat mir mal Peter davon erzählt, dass es das gibt. Ich habe mal geguckt, dann habe ich es aber nicht gefunden. Zumindest gab es auf Burning Series nicht. Und jetzt aber gibt es die dritte und die vierte Staffel jetzt auf Deutsch, und da bin ich momentan am gucken. Aber ich sag mir, yo, guck ich einfach mal ob es jetzt gibt endlich, und es gibt's und ich kann es angucken. Natürlich ist der Dude halb nackt. Der Stufe 146, was? Kampfausbilder.
Hallo, mein Name ist Schnitzelbart. Für mich sind Sie nur ein weiterer Neuankömmling, der von sich selbst überzeugt ist. Ich bin Wanaka, der beste lebende Schwertkämpfer. Und dann kommen hier so die großen bösen Dudes und der macht halt nichts, weil er auf der Tutorial-Insel festsitzt. Jetzt sind Sie bereit für den Kampf. Greifen Sie eine Ratte an. Sie werden so lange kämpfen, bis sie tot ist. Oder bis sie etwas anderes machen. Wow. Natürlich soll ich die eine Ratte angreifen, die mittelst in der ganzen Ratten drin steht. Oh hey, das sind meine Ausrüstung. Bam. Hier mit dem Krummsäbel. Sir. Wie die anderen halt nicht angreifen. An was erinnert mich das Game eigentlich? Das erinnert mich irgendwie an Four Story. Fucking Four Story. Das hat ein Kumpel von mir immer gespielt. Und ich habe bei ihm da mal immer am PC mitgespielt. Also, ich war bei ihm und habe da gespielt, weil ich hatte damals kein Internet. Damals, wie alt war ich da? Ich glaube 12 oder so. Der hat aber auch nur gespielt wegen so einem Kumpel, den er hatte, der das gespielt hat. Und ich kill jetzt einfach alle Ratten. Und ja. So. Ich weiß den Vorstellung, ich glaube, das war auch so ein Asia-MMO. Jetzt ist irgendwie, kam mir das ein bisschen wack über das Game. Oh man, die haben mir 5 Schaden gemacht, bis jetzt die Viecher. Macht es, bin ich bei Kämpfen auf Level 2 bin. Dauert nicht mehr lang. Weil ich sagen muss, es wäre so ein Game für mich, was man zwischendurch schon mal spielen kann eigentlich. Und ich benutze halt jetzt einfach die Pfeiltasten, weil ich halt meinen Arm nicht rüber bewegen will. Yeah, Stufenaufstieg, ich bin Kämpfer. Ich würde schon sagen, hier umgekehrte Tasten, aber nee, ist nicht so. Gut gemacht, sie haben ihre ersten Monster besiegt. Kampf ist noch weitaus interessanter und komplexer, inklusive Fernkampf und Magie. Über die beiden Fertigkeiten werden sie mehr erfahren, sobald sie im Hauptgebiet sind. Okay. Fürs Erste sind sie fertig in dieser Höhle. Begeben sie sich an die Oberfläche und machen sie weiter. Spärlichen Ausrüstung. Ich könnte jetzt noch das andere Zeug machen, aber weiß nicht, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das mache ich dann, wenn wir im richtigen Spiel sind. Finanzberater. Muss ich jetzt meine Steuererklärung machen oder was? Geld nützlich. Geld ist nützlich, weil ich damit Gegenstände aus der großen Markthalle kaufen können. Falls sie es nicht selbst herstellen möchten. Pff, wer sowas nicht selber herstellt, der ist wack. Ein richtiger Wacky. Goldmünzen sind die Währung in allen menschlichen Königreichen und ihre Münzen werden in ihrem Geldbeutel unten in ihrem Inventar deponiert. Sie besitzen derzeit 0 Münzen. Wundert mich, dass die Ratten nichts dabei hatten. Es gibt 3 Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Fertigkeitstraining, Kampf und Handel. Manche Leute haben Arbeit für sie und werden sie für abgeschlossene Abenteuer belohnen. Viele Gegner lassen Gegenstände fallen, wenn sie sterben. Sie können sie an einem Gemischtwarenhändler oder in der großen Markthalle in Warok verkaufen. Boah.
Lohnstufen und Fertigkeiten wie Kochen, Bergbau, Schmieden und Fischen können Sie Ihre eigenen Gegenstände sammeln oder herstellen und sie gewinnbringend verkaufen. Sie können nur eine bestimmte Anzahl an Gegenständen im Inventar haben. Sie können Gegenstände, die Sie behalten und nicht verkaufen wollen, in Ihren Bankschließfach deponieren. Ah, das ist wahrscheinlich die Bankfrau. Ich sag mit Glasscheibe, weil Coroni. Kann ich nicht einfach alle nehmen? Ja. Die sind fast fertig. Der Ausbilder für Gebete würde gern mit ihnen in der nahegelegenen Kirche sprechen, okay? Interesting. Oh, 26 Grad. Da fängt man wahrscheinlich bald an, meine Schokolade zu schmelzen. Was wird er für Gebete? Guten Tag, Bruder. Guten Tag, Bruder. Mein Name ist Schnitzelbart. Hallo, Schnitzelbart. Ich bin Bruder Brace. Ich bin hier, um Ihnen alles über die Fertigkeit Gebet zu erzählen. Das ist dein Gebetsfenster. Gebete steigern deine Effektivität im Kampf. Steigst du in Gebet auf, schaltest du noch mehr Gebete frei. Klick auf ein Gebet, um es zu aktivieren. Klick erneut darauf, um es wieder zu deaktivieren. Oh, interessant. Was macht das? Lederhaut. Gebet erhöht deine Verteidigung. Du verlierst Gebetspunkte, wenn Gebete aktiv sind. Moment. Juni? Der Mäuse. Hast du schon wieder was am Boden gefressen, ha? Juni. Jetzt machst du dir gemütlich. Ein richtiger Lauser. Vorhin war ich draußen, lag irgendwas auf dem Boden. Was macht sie? Sie frisst das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich wollte gerade noch hingehen und das eigentlich und sie dann packen, aber dann hat sie schon gefressen gehabt. Aber wahrscheinlich irgend so ein Viech, was am Boden lag. Katze machen mich fertig, ich sag's euch. Du kannst deine Gebetspunkte wieder aufladen, indem du einen Altar betest. Altäre findest du meistens in Kirchen. Viele Gegner lassen Knochen fallen, wenn sie besiegt werden. Hebe diese und vergrabe sie, um EP in Gebet zu erhalten. Oh, okay. Gibt es Regeln, nach denen ich mich richten sollte? Ja, generell sollten sie versuchen, höflich zu bleiben. Denken sie daran, dass hinter anderen Abenteuern echte Menschen mit echten Gefühlen stecken. Sollten sie Beleidigungen oder für Ärger sorgen, könnte es sein, dass sie Ärger bekommen. Ach, no shit, Sherlock. Das werde ich mir merken. Komme ich da keine EP, wenn ich hier... Ich müsste die mal in die Kamera halten. Ich glaube, das mache ich jetzt mal schnell. Einen Moment. Hey Luni, guck mal in die Kamera. Na, kleine Maus. Sag mal hallo. Oh. Ich glaube, das quält ihn nicht, oder? Durch. Na komm, bring dich wieder zurück. Ich glaube aber, dass sie jetzt schlafen will. Die macht sich schon so fertig. Putzt sich jetzt wahrscheinlich wieder komplett. Ne, wobei, jetzt hat sie irgendwas gesehen, dass da was rumfliegt.
Und jetzt wedelt sie mit dem Schwanz, jetzt macht sie mein Bett wieder kaputt. Das wäre nicht das erste Mal. Hey, da ist Hühner. Wie, der kann die zwar durchs Gitter angreifen, aber nicht nicht durchgreifen oder was? What the fuck? Ausbilder von Magie. Guten Tag, Neuankömmling. Sie sind fast fertig. Mein Name ist Terova. Bevor Sie die Insel verlassen, spreche ich mit Ihnen über die Fertigkeit Magie. Fangen wir an, indem wir Ihr Zauberbuch öffnen. Oh. Lufthieb. Ein einfacher Luftzauber. Dies ist eine Liste aller Zauber, in denen Sie, indem sie Zauber sprechen, erhöhen sie ihre Stufe in Magie. Dabei verbrauchen sie Runen in ihrem Inventar. Runen können sie mit der Fertigkeit Runenfertigung herstellen. Mit einer niederen Stufe in Magie können sie nur einfache Zauber sprechen, wie den Zauber Lufthieb. Sie müssen eine Magiewaffe tragen, um Zauber zu sprechen. Sie beginnen ihr Abenteuer in Burtorb, im Königreich Asgarnien. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen damit verbunden. Asgarnien. Die kaiserliche Garde in Burtorb braucht ein Abenteurer wie sie, um ihr Fürstentum gegen Trolle zu verteidigen, welche von Norden aus in die Stadt eindringen. Ich deaktiviere nun die schützenden Zauber dieser Insel, sodass sie über den Basisteleport des Magnetitennetzwerks nach Burtorb teleportieren können. Falls sie mal nicht wissen, wo sie sind, können sie sich einfach zu bereits freigeschalteten Magnetiten teleportieren. Es ist er wieder weg. Ah, klicken Sie, um die Karte für das Magnetitennetzwerk zu öffnen. Hier siehst du, welche Magnetiten bereits aktiviert sind. Und da ist bloß der eine, Burtorb-Magnetit. Richtig nice Animation, habe ich gehört. Burtorb. Aber ich mach's noch so eine halbe Stunde. Na gut, bis dahin ist er dann eh. Was ist das? Das sind anscheinend Spieler und das ist ein NPC. Surael. Der will anscheinend hier, dass ich hier kill. Der hat sich auch komplett ausgerüstet, der Typ. Oder? Oh ja, nee, okay. Kennt mich auch als den Hasenschlechter. Nehmen. Oh. Ah, alle Beute. Ah.
Yeah, jetzt habe ich Essen. Moin, wonach suchen Sie? Nach etwas, das ich besiegen kann. Nach Glück und Ruhm. Mir gefällt Ihre Denkweise. Hier sind Sie am richtigen Ort. Ich bin ein Berserkermeister und trainiere Abenteuer, indem ich Ihnen sage, spezifische Monster zu bezwingen. Ich kann passende Gegner aussuchen und Ihnen einen Auftrag geben. Wurthop ist von gefährlichen Kreaturen umgeben. Haben Sie Lust, Monster für Spaß, Heldentum und Profit zu bekämpfen? Dann ist die Fertigkeit Berserker wie für Sie gemacht. Die wahren Feinde in Wurthop sind Trolle, aber Sie werden Nahrung und Rüstung benötigen, um im Kampf gegen sie zu überleben. Bevor Sie Ihr Leben im Kampf riskieren, sollten Sie sich vorbereiten. Und erstmal, ich finde es auch cool, wie da so ein toter Typ liegt. Dass da in der... Also, sollten Sie sich vorbereiten, dass da in der letzten Abenteurer, den Sie zu mir geschickt haben, er hat die Trolle ohne Rüstung und Nahrung bekämpft. So wollen sie sicher nicht enden. Ah. Im Kampf müssen sie essen, um zu überleben. Hasen sind eine gute Nahrungsquelle. Und sie machen ein niedliches Geräusch, wenn sie sterben. Der Typ gefällt mir. Gehen Sie und besiegen Sie ein paar Hasen. Aber Häschen sind süß. Süß? Von wegen. Die kleinen Nichtsnutze. Ein gefräßiges Ungeziefer. Der Hasenbestand in Turbo, in Burtop ist außer Kontrolle. Es ist ihre ökologische und bürgerliche Pflicht, so viele Häschen wie möglich zu bezwingen. Außerdem macht es Spaß. Na los, versuchen Sie es. Tu es. Töte die Hasen. Ich brauche Hilfe. Wie viele Hasen muss ich töten? 3. Ich habe ja schon welche gekillt. Alles. Alles nehmen. Kehre zu Turail zurück. Kann ich denn du da nicht looten? Oder Abenteurer. Hatte weder Rüstung noch Essen dabei. Lerne aus seinen Federn. Das haben sie gut gemacht. Wie fühlen sie sich? Gut, ich bin bereit. Nicht gut. Bitte lassen sie mich keine Hasen mehr töten. Keine Sorge. Ich habe einen schwierigeren Auftrag für sie. Aber sie werden eine Nahkampfrüstung und mehr Nahrung benötigen. Auf geht's ans Kochen. Oh, Pfad abgeschlossen. 5 Goldmünzen habe ich bekommen. Oh. Möchten Sie Fleisch oder Fisch kochen? Ich möchte Hasen am Herd kochen. Wie ich sehe, haben Sie bereits tote Hasen im Inventar. Wir sollten sie kochen. Als Beispiel für die anderen Hasen. Oh, ich habe die... Ich habe die Ding gar nicht mehr. Die verbrannten Kanälen. Denken Sie daran, dass sie am Herd seltener Essen verbrennen. Sie können den Herd in meinem Haus südöstlich von hier benutzen. Finde ich gut. Oh, der Loot hat aber eine krasse Rüstung. Gekochter Hase. Erstmal alle kochen. Und das hat natürlich erstmal alles abgebrochen. Oh, Glückwunsch. Erstmal in der Fertigkeit eine Stufe aufgestiegen. Mit höheren Stufen schalten Sie neue Aktivitäten, Ausrüstung zum Herstellen, Orte zum Erkunden, Abenteuer und noch viel mehr frei. Danke, aber ich möchte gerne weiterkochen. Bam. 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 Stufenaufstieg. Jemand hat gesagt, dass du aufhören sollst. Ich habe genug Essen, jetzt muss ich genug Ressourcen abbauen, um mein Rüstzeug schmieden zu können. Nein, du sollst weiterkochen! Du Hund. Schokomilch. Mmh.
nichts Männliches als Schokomilch. Oder als Spezi Energy. Die Dose ist leer. Ich habe heute schon zwei getrunken. Ich habe mir halt irgendwie insgesamt 21. Nee, ich glaube, ich habe 22 Dosen gekauft. Ich weiß, ich habe ein Problem. Oh, verbranntes Fleisch. Kann ich das essen? Igitt, das ist ja ungenießbar. Ist das Fleisch? Erstmal fallen lassen. Sie haben, sie haben etwas Essen gekocht. Jetzt müssen sie sich Rüstzeug schmieden. Mindestens einen Bronzehelm. Dass sie im Kampf tragen können. Sie können ihre Gegenstände an dem Bankschalter südwestlich von hier deponieren. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Achso, hier wird es ja angezeigt, wo ich hin muss. War eine interessante Schriftrolle. Welcher Ochse? Ah, da gibt es sogar eine Schmiede. Und eine Mine. Bias Bronzearm. In Burthorpe werden Waffen benötigt. Und wir Bergarbeiter beschaffen das Erz, das nötig ist, um sie herzustellen. Möchten Sie uns helfen? Irgendwie komme ich es bekannt vor mit dem Erz sammeln und so. Ja, okay. Wobei ich sagen muss, dass Game ist an sich doch spielbar. Ich kann mir vorstellen, es öfters zu spielen. Gute Arbeit. Wenn Sie mehr über den Bergbau erfahren wollen, fragen Sie mich gerne. Okay. Achso, der Dutschi ist in mir. Kann ich dem Erz verkaufen oder wie? Oder Tonfels. Noch besseres Erz. Boah, kritischer Schwung. Schaden mal 5. Burthorpe needs weapons, and we miners provide the ore used to make mining is the source of all the get your pick. The better you are at mining, the better. Okay. Das ist dasselbe, was mir der eine Dude gesagt hat am Anfang. Tinfels. Oh. Gib mir mehr Erfahrung. Zinnsoldat! Ein lustiges Wortspiel gewesen. You're all tin soldiers. Was, mein Inventar einfach voll? Schmelzofen. Mal alles deponieren und jetzt mache ich mir 7 Barren. Kann ich mir eine gute Rüstung machen. Und ein Schild.
Die Rüstung sieht schon cool aus von dem Dude. Der ist 323. 190, okay. Das? Ein Inari. So ein siebenschwänziger Fuchs. Okay, da kann ich nur... Ah ja, da ist die Schmiede. Jetzt muss ich mir echt noch mal einen Helm schmieden. Nicht schlecht. Das ist wirklich hochwertige Metallarbeit. Aus ihnen wird wohl ein Meisterschmied. Das sagt ihr wahrscheinlich zu jedem. Ich möchte Nahkampfrüstung schmieden. Ah. Aber ich nehme so einen Plattenpanzer. Wenn schon, denn schon. Gegenstand ist vollständig abgekühlt. Es ist sehr langsam. Ah, in der Nacht zu arbeiten. Plattenpanzer. Yeah! Voll die gute Plattenpanzer. Einfach so ein Stück Metall in der Mitte. Was mache ich jetzt? Ich habe. Plattenrock. Komm, ich nehme ein paar Lattenbeinlinge. Gibt's denn die Erzkiste? What? Oh. Okay. Ich weiß ja nicht, für was die gut ist, die Kiste, aber... In einer Bronzeerzkiste können ungefähr 100 Kupfererz und Zinnerz verstaut werden, während ihr Inventar nur 28 Plätze hat. Am besten nehmen sie also immer eine Erzkiste zum Bergbautraining mit. Oh, cool. Das ist gar keine schlechte Idee. Liegt einfach so eine ganze Kiste unterm Arm. 3 Stück. Ah, ich habe noch 5. Was viel brauche ich für so einen... Hinterschild, alles reicht. Es reicht für alles. Nice. Jetzt fehlt nur noch der Schild. Ich nehme so einen. Oh, das Kupfererz in der Mine von... Ach, erneut das Kupferkloppen. Das. Aura. Was will der? You don't have any hides. Maybe you should kill some cows. Was? Der Kühe töten.
Aber ich finde auch lustig, wie der Schild da so hinten rumfliegt. Oh, der hat nice Flügel. Ah. Neues Kupfer kloppen. Ich frage mich eigentlich nur, wenn immer dieser komische Kreis immer um die Erze rumkommt, ob das nur ich sehen kann oder ob das die anderen auch sehen. Bergbaustufe 5. Zinnarmee. Gesamtstufenmeilenstein 50, was? Ah, 50, okay, cool. Oh, jetzt muss ich wieder eine Hose schmieden. Na egal, das sind ja Erfahrungspunkte. Vielleicht kann ich es ja noch an den Händler verkaufen. Geschützte Beine. Auf in den Kampf. Bietet Rolle vor. Hasen. Hasen Sandwich. Wobei, wie viel kostet mich so ein Großschwert? Oh, sind zwei Hände. Ja. Second hand. Ah. Komm, ich hole noch ein bisschen Erz. Habe ich zwei. Das? Eine sedimentäre Geode. Nadelstein. Okay. Interessant.
Rüstung 30. Will ich 30 Rüstung gegen 24 Schaden tauschen? Das. Ich weiß halt nicht, wie gut es ist. Ich werde es dann sehen. Wobei, ist da noch jemand, an den ich das geben kann eigentlich? Ah, nice. Kann ich hier die Map angucken. Mine von Botop, Seelenverwandte. Ich brauche deine Hilfe, aber mehrere Einführungen. Ah, ne, Entführungen. Oh, Experten. Stufe 60. Schmelzofen, Schmelzofen. Bank. Oh, öffne. Oh, okay. Gut. Habe ich einen Erfolg bekommen. Wunderbar. Ihr habt nicht nur Nahrung, einen Helm und eine Nahkampfwaffe dabei, sondern auch noch zusätzliche Nahkampfrüstzeug ausgerüstet und gemacht. Nun, da sie vorbereitet sind, ist es Zeit, dass sie noch mehr Kampftechniken lernen. Oh. Der Kampf in RuneScape nutzt eine Ressource namens Adrenalin. Erst du an, hältst du Adrenalin. Verlässt du den Kampfstick, den Adrenalin langsam auf Null. Hast du etwas an Adrenalin zusammen, kannst du für mächtige Angriffe verwenden, die Fähigkeiten genannt werden. Für die Fähigkeiten mittlere, für die Aktivierung mittlerer Fähigkeiten braucht man 50% und verbraucht 15% Adrenalin. Für die Aktivierung ultimativer Fähigkeiten braucht und verbraucht man 100% Adrenalin. Okay. Ah, auf Fertigkeiten kann man über die Aktionsleiste zugreifen. Das Gemetzel. Verursacht Blutungen bei einem Gegner, die ihm 100 bis 250% des Waffenschadens im Verlauf von 6 Sekunden zufügen. Eine Aktionsleiste ist individuelle anpassbare Zusammenstellung von Verknüpfungen verschiedener Aktionen in RuneScape. Du kannst auf ein Feld links klicken, um es als Tastenkürzel festzulegen und die Aktion auszuführen. Und zu den Aktionen, die auf deiner Aktionsleiste gespeichert werden, können 10 auch Fähigkeiten. Eine mittlere Fähigkeit namens Gemetzel wurde deiner Aktionsleiste hinzugefügt. Wenn die Fähigkeit wird eine Fähigkeit ausgelöst, beginnt für diese eine Abklingzeit. Dies ist eine kurze Phase, in der du diese Fähigkeit nicht noch einmal benutzen kannst. Okay. Du kannst sowohl Gegenstände als auch Fähigkeiten auf deiner Aktionsleiste haben. Die gekochtes Essen aus dem Inventar in die Aktionsleiste. Wir sind jetzt bereit, ein paar Trolle zu besiegen. Wir treten sie in die Höhle im Norden, bezwingen sie 5 werfende Trolle mit Nahkampfangriffen. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Top Trollhöhle. Korporal Booty. Hallo mein Herr. Kann ich irgendwie helfen? Ich möchte handeln. Oh. Gratis. Gratis. Luftrune. 17 Gold. Auf. Ah, okay, eine.
Erfahrung in der Fähigkeit, Gebet zu bekommen. Oh, Luftrune, cool. Sturmpfeilumwurf. Dass die mich nicht automatisch selber angreifen. Immun gegen Giftschaden. Ach, das Gemetzel macht er automatisch. Interessant. Die werfenden Trolle. Wo sind die werfenden Trolle? Trolle. Ich muss da hin. Ich muss da zurück. Kann ich die einfach. Ah, ich kann die begraben. Und den Inventarruhen benutzt bei Magie. Wieso kann ich das nicht benutzen? Einfacher Luftzauber. Oh. Was ist Teleport? So. Jetzt habe ich das da alles mit drin. Eine Tomate bekommen? Ja. Und ich glaube, sie esse ich gleich. Stufenaufstieg 3. Ich hab mir ein Cape gebracht. Wieder. Die Trolle sind halt echt wack. Trolle, wenig beeindruckend. Wer sind sie? Raptor, Abenteuer, Berserker, besser. Besser als was? Besser eben, besser als diese Trolle. Aber Turael braucht alle Hilfe, die er kriegen kann. Kehre zu Turael zurück. Na komm. Das. Rückhandschlag. Ach, das macht er automatisch.
Oh cool, ich hab mehr. Ja, mehr Leben. Gut gemacht. Sind Sie bereit weiterzumachen? Ich bin bereit weiterzumachen. Das ist die richtige Einstellung. Gehen Sie noch einmal zurück und besiegen Sie ein paar mehr Trolle. Oh, besiegen. Besiege werfende Trolle. Hm. Weiß. Noch einmal dasselbe. Oh, mein Inventar ist fast voll. Ah ja, okay. Sie haben sich gut gegen die Trolle geschlagen. Es ist Zeit, dass sie noch mehr lernen. Oh. Für deine Angriffe erhältst du Adrenalin auch. Ach so. Diese Aktionssätze können mit Hilfe des Systems Revolutionen automatisch Fertigkeiten ausgelöst werden. In jedem Angriffszyklus wird durch Revolutionen die linksäußerste Fähigkeit aktiviert, für die du die Voraussetzungen erfüllst und welche sich gerade nicht in der Abklingzeit befindet. Okay. Revolution lässt sich in den Kampfeinstellungen beliebig anpassen. Bist du denn am Arzt zu sehen? Alle deine Fertigkeiten findest du nach Kampfstil sortiert in den Fertigkeitsbüchern. Die Funktion deiner Fähigkeiten herauszufinden, fahre mit der Maus darüber, um ihren Tooltip anzuzeigen. Okay. Du kannst Fähigkeiten aus deinem Fähigkeitenbuch auf deine Aktionsleiste ziehen. Das ist Nahrung verzehren. Darauf die Angriffe deines Gegners voraus zu abschätzen, verlangt 10% weniger Schaden. Oh cool, das kommt aber noch ganz. Krieg Nahrung in deinem Inventar. Regeneration. Ich verbleibe Adrenalin, um alle 2% der maximalen Trefferpunkte mit 10% Adrenalin zu heilen. Kann nicht während des Kampfes angewandt werden. Okay. Ich bin fertig. Sie sind verletzt. Um sich zu heilen, sollten Sie etwas essen oder nahe in der Bank stehen. Wieso eigentlich nahe in der Bank stehen? Wobei, ich bringe jetzt mal auf die Bank. Rede ich jetzt so noch mit Turail? Nun, da Sie Ihre Fertigkeiten kennen, brauchen Sie eine angemessene Herausforderung, in der
Höhle im Norden ist ein sehr großer Troll namens Morgenstern. Besiegen Sie ihn. Wozu bist du fähig? Den werfenden Trollboss. Okay. Das mache ich noch und dann ist für heute Schluss. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ah, da ist er ja. Stufe 10. Ah, ich habe 3 Asen-Sandwiches bekommen. Die haben ein, was sie haben, ein Höhlentroll. Nice. Oh, nice. Second Tent. Sie haben ihren Anführer besiegt. Wow, ich hätte nicht erwartet, dass sie das tatsächlich überleben würden. Sie haben definitiv bewiesen, dass sie den Nahkampf beherrschen. Auf in den Kampf. Deine Belohnung wurde im Inventar zugefügt. 3x Hasen-Sandwich. Der Nahkampf ist erst der Anfang. Der Fernkampf ist ein bisschen kniffliger. Sie werden Pfeile sowie einen Bogen benötigen, um sie zu, um sie zu schießen. Was? Sie könnten ihre eigenen Pfeile mit Hilfe von Hühnerfedern und der Fertigkeit Holzfällerei, Bognerei und Schmieden herstellen. Sie können sich einem Laden oder ein paar Pfeile besorgen. Ich habe gehört, dass Korporal Booty in der Trollhöhle kostenlos Pfeile an neue Abenteuer ausstellt. Oder ich könnte ihnen auftragen, noch mehr Kreaturen zu besiegen, die Pfeile fallen lassen, so wie die werfenden Trolle. Ich möchte meine eigenen Pfeile herstellen. Ah, Ihnen gefällt also Fertigkeitstraining. Es gibt kaum etwas Zufriedenstellenderes als die Erfahrung, etwas mit Hilfe der eigenen Fertigkeiten herzustellen. Viel Spaß. Ja, okay, da würde ich an der Stelle mal sagen, war's das? Wenn ihr mehr RuneScape wollt, könnt ihr es ja sagen. ich denke mal, ich werde was vielleicht nochmal weiterspielen. Vielleicht spiele ich auch privat noch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Das ist nicht schlecht. Also besser als so manche andere MMOs auf dem Markt. Aber ich denke mal, ich mache vielleicht noch einen anderen Stream und spiele ein bisschen weiter. Nämlich noch mehr, weil wir haben noch Magie noch nicht gesehen und Fernkampf ist auch interessant. Nur muss ich mal gucken, wenn ich Bock habe, dass ich das mache. Aber dann würde ich an der Stelle natürlich wieder sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, lasst ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, da gibt es auch nice Videos. Und natürlich Sunbros, Praise Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.